Moin, ihr Füchse da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch heute tatsächlich mal wieder zu einem Was ist das denn mit Banished? Und was ist Banished? Ja, Banished ist ein Spiel, das mal wieder von nur einem Typen entwickelt worden ist. Das ist irgendwie im Trend momentan. Ist auch schon ein bisschen älter und wie ihr seht auch schon in der Version 10.4. Also ist ursprünglich rausgekommen 2014. Ich bin ein bisschen spät dran. Ne? Hängt aber schon lange in meiner Steam-Library rum. Ich habe mir es nie so wirklich angesehen. Ich weiß nur noch, dass es damals halt im Zeitraum des SimCity-Skandals rauskam und deutlich gezeigt hat, dass sogar ein einziger Entwickler mehr Simulationen drauf hat als Maxis gesamtes Studio. Ne? Die waren zwar, ist zwar keine Städtebausimulation hier, aber dieses Ein-Mann-Projekt hat wunderbar gezeigt, wie gut eine Simulation eines Alltags von mehreren Bewohnern, die auch wirklich feste Häuser, feste Familien und so weiter haben, funktionieren kann. Ne? Ja, wir schauen uns das Ganze dann an. Wir spielen das, wie euch vielleicht auffällt, mit dem Deutsch-Mod, weil ich ein deutscher Kanal bin. Einziger Nachteil, wenn ihr den Mod installiert, also das Spiel ist standardmäßig nur auf Englisch. Wenn ihr den Deutsch-Mod installieren möchtet, einfach kurz ins Steam-Workshop reingucken, nur Deutsch eintippen, gleich den ersten Mod findet ihr, ist der Deutsch-Mod. Allerdings werden dann die Achievements deaktiviert. Also wer gerne Errungenschaften sammelt, hat dann natürlich Pech. Ne? Gut, wir lassen uns davon aber jetzt erstmal nicht stören. Ich gehe kurz in die Optionen rein. Einmal das Spiel selbst, ihr könnt so tolle Sachen wie an den Bildschirmrändern scrollen, einstellen und so ein Krams. Also standardmäßigen Kram, Oberfläche skalieren, das ist ganz nett. Und es gibt ein Autosave-Intervall, weil in dem Spiel muss man sagen, da können Entscheidungen sehr schnell dann irgendwie verzögert zu deinem Ende führen. Da ist es ganz gut, wenn man in verschiedenen Abständen Autos speichert, um einen alten Spielstand wieder zu laden und den Fehler zu korrigieren, den man gemacht hat. Also das Spiel ist ziemlich brutal und verzeiht relativ wenig. Dann einmal die Grafikeinstellungen, DirectX 11 ist okay, Nvidia GeForce GTX, das ist mein Display-Adapter, Auflösung, Herzzahl, Kantenglättung, 8-fach MSAA ist okay, anisotropisch nur 14-fach, das hat mich etwas verwirrt, ach guck mal, hier ist auch noch 16-fach, aber ich werde es jetzt während der Aufnahme nicht mehr ändern. Im Optionsmenü davor gibt es irgendwie nur bis 14-fach, aber es ist auch egal. Schatten, hoch, mehr geht nicht, hoch, mehr geht nicht, Reflexion, alles, mehr geht auch nicht, anisotropisch würde jetzt noch auf 16 gehen, aber das überleben wir auch so. Ja, dann Audio, separate Slider, hundertprozentig, mehr kann man sich nicht wünschen. Und dann gibt es noch ein bisschen Steuerung, was macht die Maustaste, alles frei überlegbar, das ist schon ziemlich vorbildlich, ne? Okay. So, das soll es aber auch schon mit den Optionen gewesen sein. Ich würde mich jetzt normalerweise sofort in das Spiel stürzen, aber da ich das, wie gesagt, selber noch nicht gespielt habe, werden wir uns erstmal die Tutorials reinpfeifen. Wenn die 40 Minuten, die ich mir so immer als Richtzeit ja gebe, nicht reichen, dann machen wir noch ein zweites, was ist da denn hinterher, damit ihr auch einmal das richtige Spiel dann neben dem Tutorial seht. Aber jetzt machen wir erstmal kurz die Einführung. Lernen Sie die Grundlagen des Spiels kennen, wie zum Beispiel die Bewegung der Kamera, Errichtung einiger grundlegender Gebäude, Zuteilung von Arbeitern und die Gründung einer neuen Stadt. Ja, dann Manteau, ne? Sieht ja soweit ganz schnuckelig aus, ne? Ja, naja, jetzt schon nicht mehr so sehr. Willkommen in Banished. In diesem Spiel steuern Sie eine Gruppe herumreisender Exilanten, welche sich entschieden haben, ein neues Leben in einer neuen Umgebung zu beginnen. Ihre Aufgabe ist es, Ihnen ein Überleben zu ermöglichen. Klicken Sie sofort auf den Button weiter. Jo, das mach ich mal, ne? Sie können während des Tutorials jederzeit das Optionsmenü aufrufen. Dies geht durch Auswahl von Dux oder Escape. Im Optionsmenü können Sie jederzeit den aktuellen Spielstand speichern oder laden, die Spieleinstellungen anpassen oder das Spiel beenden. Jawohl. Machen Sie sich zunächst mit der Bewegung durch die Landschaft vertraut. Die Kamera kann umherbewegt werden durch Druck der WASD-Tasten. Sie können ebenfalls die Maus an den Bildschirmrand bewegen, um die Kamera zu steuern. Probieren Sie es am besten jetzt aus. Nies, nies. Okay, man muss mal die Scrollgeschwindigkeit am Rand, die würde ich mir jetzt schon deutlich erhöhen. Und da ich zwei Monitore habe und das Ding anscheinend nicht im exklusiven Vollbild läuft, kann ich nur oben, unten, aber nicht, ja, rechts ist schwierig. Da muss ich ganz, ganz vorsichtig am Rand sein. Ja, okay, das ist ein bisschen nervig. Aber gut, weiter. Oh, es beginnt zu schütten, das ist nicht gut. Sie können die Kamera rotieren durch Druck der Taste Q und E. Die Kamera kann ebenfalls rotiert werden, indem Sie die mittlere Maustaste bzw. Mausrad drücken und die Maus nach links oder rechts. Okay, das ist erstmal soweit Standard, ne? Die Kamera kann ein- oder ausgezoomt werden durch Druck der Taste einfügen und entfernen oder durch Scrollen des Mausrads. Jo, einmal ganz raus, einmal ganz rein. Ach, guck mal, hier laufen ein paar Rehe und ein Hirsch und ein kleiner Hirsch. Och, schnuggelig, ne? Ja gut, weiter. Sie können den Neigungswinkel der Kamera verändern durch Druck der Tasten Bild auf und Bild ab. Ja, okay, das ist okay. Die Tastensteuerung kann im Optionsmenü individuell angepasst werden. Das wissen wir schon. Da Sie nun die Kamerasteuerung vertraut sind, können wir nun endlich mit dem Spiel beginnen.
Die von ihnen gesteuerten Siedler brauchen drei Dinge zum Überleben. Unterkunft, Nahrung und eine Möglichkeit, sich im Winter warm zu halten. Das Tödliche hier in dem Spiel ist tatsächlich der Winter. Wenn der Winter naht, ne, das kennen wir schon von Game of Thrones, dann habt ihr richtig Kacke am Arsch, ne? Okay. Ihnen ist vielleicht bereits aufgefallen, dass über den Köpfen der aller Siedler das folgende Symbol schwebt. Die laufen hier schon teilweise ein bisschen durch die Gegend und wissen nicht so genau, was sie machen sollen. Ich muss Pipi. Dieses Symbol bedeutet, dass die Siedler keinen Platz zum Wohnen haben. Das tut mir sehr leid und vor allen Dingen jetzt, wo es gerade geregnet hat. Sie können für die Siedler Wohnraum schaffen, indem sie Häuser bauen. Wählen Sie dazu zunächst in der Hauptleiste das Menü Behausungen oder F3. So, wählen Sie nun in der Hauptleiste das Holzhaus aus oder 1. Holzhaus bietet Siedlern ein warmes Plätzchen zum Wohnen, Essen und Aufbewahren von Lebensmitteln. Okay. Mit der Maus können Sie nun das Haus in den hervorgehobenen Bereich bewegen und durch Klicken mit der linken Maustaste platzieren. Jetzt. Bots. Da ist ein Baum im Weg. Die Platzierung eines Hauses hinterlässt eine Markierung mit dem Bauort. Damit die Siedler mit der Konstruktion beginnen können, müssen sie zunächst Holz für das Haus und Stein für das Fundament sammeln. Okay, wo ist denn die Markierung? Ah, okay, doch. Hier so ganz schwach kann man es auf dem Boden erkennen. Ja. Mit dem Tool Ressourcenabbau und Gebäudeabriss können Bäume gefällt und Steine abgebaut werden. Drücken Sie hierzu diesen Button. Wählen Sie anschließend Ressourcenabbau durch Auswählen von... Klicken Sie mit der Maus in eine Ecke des hervorgehobenen Gebietes und ziehen Sie zur gegenüberliegenden Ecke. Ah ja, wir sollen jetzt dieses Gebiet hier markieren als hier müsst ihr Ressourcen abbauen. Erinnert ein bisschen an Siedler, oder? Zack. Die Siedler, ja sag ich doch, werden sich nun in das ausgewählte Gebiet begeben und dort Holz und Stein abbauen. Platzieren Sie währenddessen einen Lagerplatz, auf welchem Holz, Steine, Eisen und Brennholz gelagert werden können. Wählen Sie dazu die Kategorie Lagerraum und Handeln. Jo. Wählen Sie anschließend den Lagerplatz durch Auswahl von diesem komischen Symbol hier. Ja, klicken Sie mit der Maus in eine Ecke des hervorgehobenen Gebiets und ziehen Sie zur gegenüberliegenden Ecke. Also wir definieren einfach nur einen Bereich, wo Sachen gelagert werden können. Die bauen dann nicht konkret jetzt irgendwie ein Lager oder sowas. Zumindest aktuell noch nicht. Die Arbeiter werden die abgebauten Steine und das Holz zum Lagerplatz bringen. Sobald sich Baumaterial am Lagerplatz befindet, werden die benötigten Ressourcen von dort zur Baustelle transportiert. Während jeder Siedler Bäume fällen und Ressourcen transportieren kann, okay, benötigen andere Arbeiten eine Spezialisierung. Wenn Gebäude gebaut werden sollen, müssen Sie Siedler den Beruf Bauarbeiter zuweisen. Wählen Sie das Menü Toolfenster und Statistiken durch Auswahl von... Öffnen Sie dann das Fenster Berufe durch Auswahl von... Eieiei, so viele kleine Menüs. Weisen Sie zwei Siedlern den Beruf Bauarbeiter zu, indem Sie den Aufwärtspfeil daneben anklicken oder den Wert in das entsprechende Eingabefeld eintragen. 1, 2. Okay. Die Bauarbeiter können nun mit der Konstruktion des Hauses beginnen. Allerdings reicht ein Haus nicht aus. Es werden mehr als drei Häuser benötigt, damit auch die anderen Familien Platz zum Wohnen haben. Wählen Sie nochmal das Behausungen durch Auswahl von 3. Anschließend das Holzhaus. Bewegen Sie das Gebäude mit der Maus in den hervorgehobenen Bereich und klicken Sie die linke Maustaste, damit das Gebäude richtig auf die Markierung passt, muss es gedreht werden. Drücken Sie hierzu T oder R. Rotieren Sie das Gebäude, bis die grüne markierte Grundfläche des Hauses gelb markierte Fläche passt. Alles klar. T und R. Putz, ja, läuft doch. Bams. So, noch eins. Sehr gut, bauen Sie jetzt restliche zwei Häuser. Nicht vergessen, Häuser können rotiert werden. Ja, habe ich verstanden. Na, das läuft doch. Jetzt müssen wir mal gucken, wie schön das animiert ist. Jetzt holen die sich hier erstmal was zu essen. Das ist der Anfangskarren wohl, den die mitgebracht haben. Wo ist mein Kaffee eigentlich? Da. Ich habe so viele Kaffeetassen hier rumstehen. Na gut, eine gerade noch. Aber trotzdem, sonst habe ich immer sehr viele rumstehen. Da ist es immer schwierig, die aktuell akut gefüllte zu finden. So. Gut. Oft braucht es eine Weile, bis die Arbeiten, die von ihnen beauftragten Arbeiter erledigt haben. Wenn Ihnen alles zu langsam geht, können Sie die Spielgeschwindigkeit erhöhen. Wählen Sie hierzu diese Uhr. Drücken Sie zweimal den Button Spielgeschwindigkeit erhöhen, um die Spielgeschwindigkeit auf das Fünffache der Normalgeschwindigkeit zu beschleunigen. Einmal, zweimal. Jetzt geben die Gas. Machen Sie sich mit dem Manipulieren der Spielgeschwindigkeit vertraut. Sie können das Spiel verlangsamen, pausieren, wieder aufnehmen oder beschleunigen, sobald alle Häuser fertig gebaut wurden.
wird das Tutorial fortgesetzt. Oh. Dann warten wir noch mal, bis die hier fertig sind. Guck mal, die Rehe, die pinkeln hier noch ein bisschen hin. Schön ist das, ne? Schön ist das. Und da regnet das schon wieder. Da haben wir uns ja ein schnuggeliges Plätzchen ausgesucht, um zu siedeln, ne? Hier wird gefällt. Auch sogar die Damen helfen mit. Nicht zu knapp. Da wird richtig auf die Kacke gehauen hier. Das sieht soweit auf jeden Fall gut aus. Auch die Häuser haben halt so mehrere Stufen, wo sie aufgebaut werden. Für so ein Ein-Mann-Team ist das mal wieder... Ich bin mal wieder leicht begeistert, muss ich sagen. Was dann doch teilweise einzelne Leute so auf die Beine stellen. So, jetzt machen wir hier fertig. Es regnet schon wieder, Leute. Da rennen auch schon Kinder rum. Die tragen da jetzt erstmal lecker einen Topf rein. Schon Feuerchen gemacht. Was hat er hier für ein Problem? So eine Schneeflocke? Ist ihm kalt oder was? Hier sind auch Symbole. Die Brennholzvorräte sind fast aufgebraucht. Ah, deswegen ist denen kalt. So, jetzt ist erstmal wieder einfache Geschwindigkeit. Großartig, es sind nun genug Häuser für die Bevölkerung verfügbar. Außerdem wissen Sie nun, wie Gebäude konstruiert werden können. Platzieren Sie einen Grundriss, um ein beliebiges Gebäude zu bauen. Die Arbeiter werden das Gebiet von Hindernissen befreien und anschließend genug Ressourcen zur Konstruktion des Gebäudes sammeln. Solange genug Bauarbeiter zugewiesen sind, werden diese nicht um den Rest, wenn sie sich um den Rest kümmern. Ihre Bevölkerung braucht Nahrung, da sonst eine Hungersnot ausbricht. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, Nahrung zu sammeln, beispielsweise Jagen, Sammeln, Fischen, Anbauen von Feldfrüchten und Obstgärten oder Viehzucht. Wenn ihre Siedler drohen zu verhungern, erscheint über ihren Köpfen das folgende Symbol. Oh, Hunger? Da hat jemand Hunger. Da sich die Stadt direkt an einem Fluss befindet, ist der einfachste Weg, an Nahrung zu kommen, eine Fischerhütte zu platzieren. Wählen Sie in der Hauptleiste das Menü Nahrungsproduktion durch Auswahl von dem Apfel oder der Taste F7. Wählen Sie jetzt die Fischerhütte durch die Auswahl von Fisch. So, eine Fischerhütte muss an einem Fluss platziert werden. Bewegen Sie die Hütte mit der Maus in den hervorgehobenen Gebiet, bla 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 bla. Der Kreis, bla 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 bla. Ich guck mal, ob da noch was Wichtiges steht. Wenn zwei Fischer platziert werden, sodass sie in den Kreis überlappen, wird die Fischungsausbeute bei diesen aufgrund von Überfischung geringer sein. Also Fischerhütten immer so platzieren, dass nicht zwei im gleichen Kreis sind. Da wollen wir mal ein bisschen rotieren. So, die meisten Gebäude, in welchen Nahrung und andere Ressourcen produziert werden, benötigen spezielle Arbeiter. Sie können Siedlern den Beruf Fischer zuweisen, genau wie sie es für Bauarbeiter getan haben. Wählen Sie hierzu wieder zunächst das Menü To-Fenster. Dann gehen wir dahin. Und dann, wie viel brauchen wir? Klicken Sie auf einfach neben dem Berufsfeld oder geben Sie die Zahl in den Eingabefeld ein. Vier Fischer. 1, 2, 3, 4. Machen wir nochmal Tow. Ihnen wird nun das folgende Symbol über den Köpfen mancher Siedler auffallen. Ja, Fragezeichen. Es bedeutet, dass für die Arbeiter, die Sie einem Beruf zugewiesen haben, keine zugehörige Arbeitsgebäude verfügbar ist. Sobald die Fischerhütte fertig gebaut wurde, werden die Fischer mit ihrer Arbeit beginnen und das Symbol verschwindet. Okay. Jedes Fenster im Spiel kann durch Klicken auf die Titelleiste und Ziehen verschoben werden. Oh, das ist nice. Ich kann das also komplett anpassen. Dann schiebe ich das nämlich erstmal hier hin, weil da oben meine komische Aufnahmeanzeige ist. Zack. Warten Sie nun ab, bis die Fischerhütte gebaut wurde. Machen wir Geschwindigkeit, Dump, Dump, Dumps, Volllast und einmal Fischerhütte bauen, bitte. Hübsch, hübsch, hübsch. Aber das Wasser sieht auch ganz nice aus. Also ich muss sagen, optisch ist... Ich zoome mal wieder ein bisschen raus, aber das ist durchaus solide. Ist jetzt nicht keine Augenweide, aber schlecht ist es jetzt auch nicht. So, der Bau von Wegen bzw. Straßen ermöglicht es, dass sich Ihre Siedler schneller zwischen verschiedenen Orten fortbewegen. Platzieren Sie Wege durch Auswahl des Menüs Straßen und Brücken in der Hauptleiste. Wählen Sie den Feldweg. Gepflasterte Straßen ermöglichen eine noch schnellere Fortbewegung, benötigen für den Bau allerdings eine große Menge an Steinen. Klicken Sie mit der Maus auf einen Anfangspunkt der hervorgehobenen Straßenfläche und lassen Sie es am Endpunkt der Straße los. Okay, dann bauen wir erstmal eine Straße. Geht nicht. Wieso geht es denn nicht? Feldweg kann an diesem Ort nicht platziert werden. Tutorial ist im Arsch.
Wieso geht das nicht? Ich kann keinen Feldweg platzieren, das funktioniert nicht. Geht nicht. Geht das denn hier? Irgendwas ist schiefgelaufen, Leute. Feldweg kann an diesem Ort nicht platziert werden. Cool. Muss ich vielleicht die ganze Straße abbauen? So. Ah, cool. Ah, jetzt habe ich es verstanden. Man darf auch um die Ecke fahren. Batz, ich bin einfach nur zu doof. Manchmal ist man ja einfach nur zu dumm. So. Straßen werden von denselben Bauarbeitern errichtet, die auch für die Gebäudebau zuständig sind. Nach dem Bau der Straße werden sich ihre Siedler schneller darauf fortbewegen. Da die Stadt wächst und ihre Arbeiter Nahrung und andere Ressourcen an verschiedenen Orten produzieren, wäre es sinnvoll, eine Übersicht der verfügbaren Güter ihrer Stadt zu haben. Diese Informationen können im Übersichtsfenster eingesehen werden, welche Sie im Menü Toolfenster und Statistiken finden. Oh, das war's für die Statistikfreunde. Was? Schieben wir uns erstmal irgendwo wieder hin. Hier so. Auch der Kasten fährt so mit, aber sieht lustig aus. Hui! Okay. So. Newsbury. In dem Fenster können Sie die Menge an gelagerten Baumaterialien, Nahrung, Brennholz, Kleidung und Werkzeug einsehen. Sie bekommen weiterhin die aktuelle Bevölkerungszahl, die durchschnittliche Gesundheit der Bewohner, Herzsymbol, die Zufriedenheit, Sternsymbol sowie das aktuelle Wetter angezeigt. Also hier sehen wir, es ist aktuell Sommer, wir haben 11 Bewohner, es regnet gerade, es ist 79 Fahrenheit, habe ich keine Ahnung, wie warm oder kalt das ist. Mit sowas arbeitet man halt einfach normalerweise nicht. Holz 32, Stein 26, ist das? Kleidung 4, Werkzeug 9, wo sind Fisch? Kohle, Kräuter, Nahrung 5, alles klar. Nahrung und andere Verbrauchsgüter müssen gelagert werden. Bisher haben ihre Siedler alles in dem Lagerkarren gelagert, mit dem sie hergekommen sind. Sie sollten ein Lagerhaus bauen, welches mehr Platz zur Verfügung stellt. Wählen Sie dazu im Menü die Kategorie Lagerraum und Handel. Wählen Sie anschließend das Lagerhaus durch Auswahl von 1. Bewegen Sie das Lagerhaus. Ja, ja, wir rotieren mal wieder. Needs. Pumps. Ja, machen wir so. Putz! Wenn Sie einen Blick in das Übersichtsfenster werfen, sehen Sie, dass nicht genügend Holz zum Bau des Lagerhauses vorhanden ist. Sie müssen mehr Bäume fällen lassen, bevor mit dem Bau begonnen werden kann. Jo, dann geht's wieder auf den Ressourcenabbau. Diesmal wählen wir direkt Holz und fällen ein paar Bäume. Putz! So, nochmal Tow. Die Bevölkerung benötigt Brennmaterial, um im Winter zu heizen. Der einfachste Weg, Brennmaterial zu beschaffen, ist Holz zu Brennholz hacken zu lassen. Sie benötigen hierzu ein Arbeitsgebäude für den Holzhacker. Wählen Sie hierzu in der Hauptleiste Ressourcenproduktion aus und dann den Holzhacker. Bewegen Sie das Gebäude mit der Maus in das hohe Gebiet und bestätigen Sie den Bau mit der linken Maustaste. Erstmal müssen wir es drehen. Dann legen wir uns mal einen Holzhacker an. Wenn Siedler in der Gefahr sind zu erfrieren, erscheint das unten dargestellte Symbol über ihren Köpfen. Wenn ihnen zu kalt wird, kehren die Siedler zu ihrer Wohnstätte zurück oder suchen das nächstgelegene warme Gebäude auf. Das Symbol wird ebenfalls über Wohnhäusern erscheinen, in denen nicht genügend Brennholz zum Heizen zur Verfügung steht. Also die gehen dann zwar dahin, aber es ist zu kalt. Nee, frieren ist nicht gut. Ich bin selbst so ein Frierfuchs. Das ist nicht gut. Dann warten wir nun mal, bis Lagerhaus und Holzhacker fertiggestellt sind. Deswegen stufen wir wieder auf fünffache Geschwindigkeit. Und dann schauen wir mal. Aber macht ihr doch gut. Das ist so eine Statistik, die kann man eigentlich auflassen, weil die interessiert einen so immer. Und seid ihr hier fleißig am Holzhacken? Oh, das sieht doch gut aus. Da wird fleißig Holz gehackt. So muss das, Leute. So muss das aussehen. Da hilft sogar die kleine Kiddies helfen auch mit. Nee, das ist kein Kind mehr. Die Kinder laufen hier nur rum. Kann man eigentlich Bewohner auch so anklicken und alles mögliche über sie erfahren? Nö. Aktuell zumindest nicht.
Ja, da baut sich langsam unser Lagerhäuschen auf. Oh. Sieht doch schon ganz schnuggelig aus. Es ist Zeit, noch ein bisschen Kaffee zu trinken. Was nun los? Och nein! Scheiße, ich hab vergessen, mein Steam-Kack auszumachen. Ich mach sonst immer meinen Steam-Scheiß aus. Kann grad nicht. Ah, Freund, scheiße, Mann. Einmal nicht gemacht. Und schon schreibt mich irgendjemand an. So, jetzt habt ihr gesehen, dass ich auch Freunde habe, ja? Ah, ja. So, wir sind hier immer noch am Bauen. Und es schüttet schon wieder wie aus Eimern. Da gibt er wohl nicht. So, was ist nun los? Sie können jederzeit Berufe im Berufefenster zuweisen. Allerdings kann dies auch über das Detailfenster für das jeweilige Gebäude vorgenommen werden. Klicken Sie auf das Gebäude des Holzhackers, um das Detailfenster zu öffnen. Weisen Sie einen Siedler den Beruf Holzhacker zu, indem Sie den Button mit dem Aufwärtspfeil daneben klicken. Dies bewirkt dasselbe wie die jeweilige Änderung im Fenster Berufe. Jawohl. Ein Arbeiter wird nun mit dem Hacken von Brennholz beginnen. Dazu holt er sich Holz vom Lagerplatz und hackt es in Holzscheite. Die Siedler werden das Brennholz zum Heizen ihrer Wohnstätten benutzen. Ist aber so ein geiler Beruf, ne? Was machst du denn vom Beruf? Ich bin Holzhacker. Ja, ja, siehst du, das ist eine Profession, die... Ja, warum nicht? Warum nicht? Da jetzt ein Lagerhaus vorhanden ist, wird der Lagerkarren, mit welchem ihre Siedler herkommen... Was ist denn heute los mit mir? Hergekommen sind, nicht länger benötigt. Sie können ihn ebenso wie alle anderen errichteten Dinge mit dem Abriss-Tool entfernen. Oh ja, Dinge kaputt machen. Alles kaputt schlagen. So. Wählen Sie im Menü den Eintrag Gebäude abreißen. Wählen Sie den Eintrag Gebäude. Hab ich doch. Ah, ich komme da nicht ran, weil mein Newsberry-Ding darüber hängt. Ich muss das mal irgendwo anders hinschieben. Ich mache das mal doch da oben in die Ecke. So. Abreißen. Klicken Sie mit der Maus in eine Ecke und dann. Jo. Bots. Die Arbeiter transportieren sämtliche im Lagerkarren verbliebenen Ressourcen ins Lagerhaus. Wenn sie möchten, können sie die Spielgeschwindigkeit... Ja, machen wir das. Wir müssen... Oh, jetzt darf ich auch zehnfach machen. Oh, wieder normal. Wieder normal. Okay. Mit Geschick und ein wenig Glück können sie eine Stadt wie dieser ein Überleben über viele Jahre ermöglichen. Die Kinder werden irgendwann erwachsen, werden Arbeiter und bekommen selber Kinder. Es können dann neue Häuser gebaut werden und ihre Stadt kann wachsen und gedeihen. Wenn Sie Hilfe oder eine Anleitung für Spielelemente wie unter anderem Gebäude benötigen, können Sie jederzeit die integrierte Spielhilfe aufrufen. Wählen Sie hierzu dieses komische Symbol und dann Fragezeichen. Eieiei, der Typ hat... Der war dedicated zu seinem Projekt, ne? Muss man ja sagen. Wenn Sie mögen, können Sie jetzt noch ein wenig in der Hilfe herumblättern. Alternativ können Sie das nächste Tutorial, welches sich auf Ressourcenproduktion und Überleben der Stadtbevölkerung konzentriert, spielen. Klicken Sie auf Beenden, um zum Hauptmenü zurückzukehren. Dann beenden wir jetzt erstmal. Das war das Erste. Was gibt es denn noch? Überleben, Nahrungsproduktion, Handel. Handel können wir, glaube ich, ignorieren. Dann machen wir, wie viel Zeit haben wir denn jetzt verbaselt? Oh, schon ganz schön viel, ey. Naja, dann machen wir jetzt noch Überleben und dann wird es wahrscheinlich noch einen zweiten Part geben. Dann machen wir nochmal Nahrungsproduktion, Handeln, ist drauf geschissen. Und dann machen wir ein bisschen Free Play, bis dann habt ihr, glaube ich, auch genug gesehen. Weil das Projekt ist doch schon ziemlich... Ziemlich cool, das hat ruhig ein bisschen Aufmerksamkeit verdient. Auch wenn ich ein bisschen spät dran bin, ne? So, dann gehen wir auf Überleben. Lernen Sie Produktionsgebäude kennen, welche die Überlebenschance Ihrer Stadt erhöhen, wie zum Beispiel die Gebäude des Schmieds, des Schneiders und des Försters. Man muss halt sagen, dieses Spiel ist, was den Schwierigkeitsgrad angeht, ich habe es vorher noch nicht gespielt, aber mein Freund hat es schon ein bisschen gedaddelt und er hat ganz viel geflucht, weil das wirklich, es ist schwer. Es ist wirklich, es soll auch so sein, also das ist halt schwer. Du sollst versuchen, dein Dorf irgendwie überleben zu lassen und jeder kleine Scheißfehler sorgt dafür, dass im Winter die alle krepieren und dann war's das. Und dann fängst du von vorne an. Oder du lädst halt einen alten Spielstand, ne? Deswegen, das muss man sich einmal durchziehen hier, sonst wird das nur noch eine Katastrophe. Also Tutorial einmal durchgucken. So, es gibt spezielle Gebäude, die Ihnen helfen können, Ihre wachsende Stadt am Leben zu erhalten. In diesem Tutorial werden Sie die Berufe Schmied, Schneider, Kräutersammler und Förster näher kennenlernen. Platzieren zunächst eine Schmiede. Ja, nein, platzieren Sie zunächst eine Schmiede.
Der Schmied stellt Arbeitswerkzeuge, ist übrigens der Mod, ne? Deswegen, wir haben auch schon geschrieben, wenn man mal was sieht, soll man die bitte anschreiben, dass sie das dann entsprechend korrigieren. Platzieren zunächst eine Schmiede. Der Schmied stellt Arbeitswerkzeuge für ihren Stadtbewohner her. Beginnen Sie, indem Sie zunächst in der unteren Hauptleiste die Kategorie Ressourcenproduktion auswählen. Wählen Sie dann die Schmiede aus. Platzieren Sie die Schmiede, bla bla bla, das kennen wir ja schon, in der markierten Markierung. Bots. Und dann stellen wir die Zeit wieder auf Ultra Speed. So, platzieren Sie als nächstes eine Schneiderei. Schneider stellen warme Kleidung für ihre Stadtbevölkerung her. Wählen Sie in der Hauptleiste die Kategorie Ressourcenproduktion Schneider und dann platzieren wir auch hier den Schneider. Platzieren Sie nun noch ein Gebäude für den Kräutersammler. Kräutersammler sammeln Wildkräuter und halten ihre Bevölkerung gesund. Wählen Sie das Gebäude vom Kräutersammler durch Auswahl von... Zack. So. Platzieren Sie als letztes noch ein Forsthaus. Förster pflanzen im Wald neue Baumsetzlinge und fällen ausgewachsene Bäume. Ah, Forsthaus. Forsthaus, Forsthaus, Forsthaus. Putz. Da die Gebäude nun gesetzt sind, sollten Sie den Gebäudenarbeiter zuweisen. Wählen Sie in der Hauptleiste die Kategorie Toolfenster, Bearbeiter und dann fangen wir an. Schmied, wie viele? Weisen Sie einen Schmied, einen Schneider, weiterhin einen Kräutersammler, jawohl, und zuletzt drei Förster. 1, 2, 3. Jawohl. Und nun geben wir Gas. Volllast, zehnfache Geschwindigkeit. Ich rede noch ein bisschen über Performance. Also aktuell läuft das Spiel mit 120 Frames. Da ist es bei mir gelockt, weil mehr schafft mein Monitor nicht. Also aktuell keinerlei Frame-Einbrüche zu entdecken. Aber die Frage ist natürlich, wie sieht's aus, wenn die Simulation komplexer wird, weil die Stadt größer wird, ne? Dann kann das durchaus sein, dass das ein bisschen ekliger wird. So. Arbeiter aller Berufsgruppen benötigen Werkzeuge, um effizient ihre Arbeit zu verrichten. Wenn für einen Siedler kein Werkzeug zur Verfügung steht, erscheint das folgende Symbol über dessen Kopf. Haben wir da sowas? Erstmal haben wir momentan Fragezeichen, weil die noch nicht so weit sind, dass ihre Gebäude fertig sind. Werkzeug nutzt sich nach einer gewissen Zeit ab und muss ersetzt werden. Der Schmied stellt zu diesem Zweck neues Werkzeug her. Klicken Sie auf die Schmiede, um das dazugehörige Detailfenster aufzurufen. Das ist die Schmiede. Ist ja wunderschön. Der Schmied benötigt Holz und Eisen, um neues Werkzeug herzustellen. In diesem Fenster wird ein Überblick über den Inhalt des Lagers der Schmiede angezeigt. Wenn Ihnen die Ressourcen ausgehen, kann der Schmied keine neuen Werkzeuge herstellen. Was wird da angezeigt? Überblick über den Inhalt des Lagers. Okay, Lager ist leer. Sie können steuern, wie viel Werkzeug hergestellt und gelagert wird, indem Sie ein Limit setzen. Wenn Ihnen ein Gebäude aufgrund eines Limits die Produktion eingestellt wurde, erscheint das folgende Symbol darüber. Okay. Sie können die Arbeit in einem Gebäude unterbrechen bzw. wieder aufnehmen lassen, indem Sie den Button Arbeiten umschalten. Sie können weiterhin steuern, welche Art Werkzeug vom Schmied hergestellt wird. Aus Holz, Eisen und Kohle kann der Schmied Stahlwerkzeuge herstellen, welches haltbarer ist als Eisenwerkzeug. Klicken Sie nun auf die Schneiderei, um das dazugehörige Detailfenster zu sehen. In den Wintermonaten hält sich die Stadtbevölkerung vorrangig durch gelegentliches Aufsuchen ihrer beheizten Wohnstätte warm. Der Schneider stellt bessere und wärmere Kleidung her, was den Siedlern ermöglicht, die Kälte besser abzuwehren und sich länger draußen aufzuhalten. Der Schneider nutzt Leder oder Wolle, um Kleidung herzustellen. Eine Kombination beider Materialien liefert die beste Kleidung. Warmer Mantel, Leder und Wolle. Wenn ihnen die Ressourcen ausgehen, kann der Schneider keine neue Kleidung mehr herstellen. Wenn dieser Fall eintritt, erscheint über der Schneiderei das folgende Symbol. Oh, schade. Klicken Sie auf das Gebäude des Kräutersammlers, um das dazugehörige Detailfenster aufzurufen. Zack. Kräutersammler sammeln wildwachsende Kräuter aus den Wäldern in der näheren Umgebung der Hütte und ermöglichen es ihrer Bevölkerung, gesund zu bleiben. Der gelbe Kreis, der um das Gebäude herum angezeigt wird, markiert das Suchgebiet des Sammlers. Wie groß ist denn das? Oh, geht, ne? Wagt sich ja nicht so weit vor, der gute Mann. Ah, wahrscheinlich auch schon so ein älterer Herr, der sich dann da durch die Gegend schubbert, ne? Ihre Bevölkerung braucht eine Vielfalt verschiedener Nahrungsmittel, um gesund zu bleiben, wie zum Beispiel Fleisch, Gemüse, Obst und Getreideprodukte. Wenn ihre Stadtbevölkerung nicht gesund ist, ist sie anfällig für Krankheiten. Die vom Kräutersammler gesammelten Kräuter können verwendet werden, um ihre Bevölkerung trotz schlechter Ernährung gesund zu halten. Jawohl, also den ganzen Tag Fastfood reinkloppen und abends also eine Pille einwerfen, ne? Läuft bei denen.
Wildkräuter wachsen gewöhnlicherweise in der Nähe alter Bäume. Sie sollten dies bedenken, wenn Sie einen Kräutersammler platzieren wollen. Also nicht irgendwie bei Setzlingen, wo unser kleiner Förster gerade frische Setzlinge hingesetzt hat. Klicken Sie auf das Forsthaus, um das dazugehörige Detailfenster aufzurufen. Kadutsch, kadutsch. Im Gegensatz zur vollständigen Abholzung eines Waldgebiets ermöglicht es Ihnen, der Förster den Wald nachhaltig zu bewirtschaften. Förster pflanzen neue Jungbäume und fällen nur alte Baumbestände in der Umgebung des Forsthauses. Der gelbe Kreis, der um das Forsthaus herum dargestellt wird, markiert das Arbeitsgebiet des Försters. Der ist etwas größer drauf und geht natürlich auch in Richtung des Kräuterkundlers. Sie können das Abholzen von Bäumen stoppen oder wieder aufnehmen lassen. Wird das Abholzen deaktiviert, fällen die Förster im Arbeitsgebiet keine Bäume mehr. Okay. Ebenfalls kann das Setzen von neuen Jungbäumen deaktiviert werden. Bei Deaktivierung werden die Förster im Arbeitsgebiet keine neuen Baumsetzlinge mehr pflanzen. Förster bauen innerhalb des Arbeitsgebietes Stein und Eisenerz ab, um Platz für neue Baumsetzlinge zu schaffen. Mit Hilfe der in diesem Tutorial gezeigten Gebäude stellen Sie sicher, dass Ihre Bevölkerung über genug Werkzeug, warme Kleidung, Gesundheit und nachhaltig bewirtschaftete Wälder verfügt. Klicken Sie auf Weiter, um das nächste Tutorial, welches sich um die Produktion von Nahrung fokussiert, zu spielen. Ja, ich gehe jetzt mal auf Beenden. Ich will ins Hauptmenü. Einfach nur, weil es geil ist. So, Tutorials, was kommt denn jetzt noch? Ja, eigentlich nur noch Nahrung. Wir haben noch 8 Minuten. Vielleicht schaffen wir das noch eben fix. Wir starten mal noch schnell. Jetzt lernen wir hier noch Nahrungsproduktion. Und dann machen wir wohl doch nochmal einen Part, einen zweiten. Was ist das denn Part? Das kommt jetzt immer öfter vor irgendwie, ne? Wo wir dann einmal normal spielen. So, es gibt viele verschiedene Wege, Nahrung für ihre Bevölkerung zu produzieren. Jagen, Fischen und Sammeln sind einfache Mittel, um Nahrung aus der Stadtumgebung zu gewinnen. Alternativ können auch Äcker und Obstgärten angelegt, sowie Viehzucht betrieben werden. Bevor Nahrung produziert werden kann, müssen dafür spezielle Gebäude gebaut und Sammel- bzw. Anbaugebiete ausgewiesen werden. Beginnen Sie, indem Sie eine Viehweide platzieren. Wählen Sie dazu in der Hauptleiste Nahrungsproduktion oder drücken Sie den Apfel. Ich drücke den Apfel. Dann wählen wir Vieh. Und jetzt können wir hier eine Viehweide platzieren. Jups. Während die Weidefläche angelegt wird, können Sie schon andere Gebäude in Auftrag geben. Eine Jagdhütte erlaubt es, Gegenden festzulegen, in denen der Jäger wild schießt. Jäger können entweder im offenen Gelände oder im Waldgebiet jagen. Wählen Sie im Menü die Jagdhütte. Einmal kurz drehen. Jawohl. Jagdhütte. Ähnlich wie Jäger suchen Sammler nach Nahrung, welche in den Wäldern wächst. Wählen Sie im unteren Menü die Sammlerhütte. Bauern bewirten Felder und Äcker, auf welche verschiedene Kulturpflanzen und Nahrungsversorgungen ausgesät werden können. Um einen Acker zu platzieren, wählen Sie im Menü den Acker. Jups. Bauern können weiterhin in Obstgärten verschiedene Obstsorten und Nüsse anbauen. Um einen Obstgarten zu platzieren, wählen Sie aus dem unteren Menü den Obstgarten. Holla die Waldfee. Also ich sag euch, das wirkt jetzt schon sehr kompliziert. Der Acker wird zurzeit nicht bewirtschaftet, was durch das folgende Symbol dargestellt wird. Wählen Sie den Acker mit einem Linksklick aus. Um Nutzpflanzen auf dem Acker anzubauen, müssen Sie erst einen einzupflanzenden Samentyp auswählen. Er hat Samen gesagt. Sie können neue Samentypen durch Handeln mit dem fahrenden Händlern am Handelsposten erwerben. Wählen Sie einen Samentyp, indem Sie den großen Button mit dem Fragezeichen anklicken und den entsprechenden Typ aus dem Dropdown-Menü wählen. Was nehmen wir denn mal? Kartoffeln? Kartoffeln. Wir nehmen Kartoffeln. Schöne leckere Erdäpfel. So. Des Weiteren müssen Sie dem Acker zur Bewirtung Bauern zuweisen. Erhöhen Sie die Anzahl der Bauern auf 3. 1, 2, 3. Im Frühling werden die Bauern neue Samen auf dem Acker pflanzen. Im Herbst finden die Ernte statt. Sie können die Ernte durch Auswahl von Ernten auch frühzeitig beginnen. Ah ja. Will ich aber nicht. Nach der Aussaat zeigt die Statusleiste unten im Fenster, wie reif die Pflanzen sind. Die Anzeige dient als Richtwert, wie ertragreich die Ernte wird und damit wie viel Nahrung bei der Ernte produziert wird. Durch Umschalten des Buttons Arbeiten kann die Arbeit auf dem Acker aktiviert. Okay. Ähnlich wie beim Acker ist der Obstgarten zunächst deaktiviert, bis Sie eine Obstbaumart zum Anpflanzen auswählen. Wählen Sie den gebauten Obstgarten mit Linksklick, dann wählen wir hier wieder einen. Und nehmen wir dann Äpfel. Dann erhöhen Sie die Gesundheit der Bauern auf 6. 1, 2, 3, 6.
Die Bauern werden Obstbäume pflanzen und mit der Zeit werden die Bäume Obst tragen. Bis Obst geerntet werden kann, müssen allerdings einige Jahre vergehen. Üblicherweise werden Bauern im Herbst das Obst ernten. Sie können allerdings durch Klicken auf den Button Ernten den Obstgarten sofort abernten lassen. Was ist nun los hier? Naja. Des Weiteren können Sie alle Obstbäume abholzen lassen, um schnell an Holz zu kommen. Oder wenn Sie eine andere Obstart anpflanzen. Ich wollte gerade sagen, wenn ich da mühsam meine Obstbäume hochgezüchtet habe, werde ich ganz bestimmt nicht wieder gleich abholzen. Nach jahrelangem Hochziehen, ja. Sie können die Arbeit im Obstgarten unterbrechen oder wieder aufnehmen lassen, indem Sie den Button Arbeiten umschalten. Weiter. Nach dem Pflanzen zeigt Ihnen die untere Statusleiste, wie reif das Obst an den Bäumen ist. Vergessen Sie nicht, dass einige Zeit vergehen muss, bis die Bäume Früchte tragen. Alles klar. Wählen Sie mit einem Linksklick die Viehweide aus. Bums. Dann wählen wir auch hier wieder ein Tier aus. Wir haben momentan Schafe. Eine Tierart kann über den Button aus dem Dropdown-Menü ausgewählt werden. Mit fahrenden Händlern können wir neue Tierarten erwerben. Weiterhin müssen Sie hier beide Viehhirten zuweisen. Ohne Hirten nicht gut genug, sodass Sie sich so blablabla. Weisen Sie mehr. Zwei neue Viehhirten. Alles klar. Wenn Sie die Viehherde von der Weide zu einem anderen Weide treiben wollen, klicken Sie den Button Leeren. Sie benötigen allerdings eine andere Weide, die genug Platz für alle Tiere hat. Mhm. Sie können Viehherden aufteilen lassen, damit sich die Tiere besser vermehren. Klicken Sie dazu den Button Aufteilen. Dazu wird allerdings genügend Platz auf einer anderen Weide benötigt, um das Vieh aufzunehmen. Was da nicht alles geht! Sie können die Arbeiter auf der Viehweide unterbrechen oder wieder aufnehmen, indem Sie den Button Arbeiten umschalten. Wenn die Weide nicht bewirtschaftet wird, wachsen die Tiere zwar weiter, vermehren sich allerdings nicht mehr so schnell. Okay. Wenn die Weide zu voll wird, werden einige der Tiere von den Hirten geschlachtet und zu Fleisch weiterverarbeitet. Sie können steuern, wie viele Tiere auf der Weide gehalten werden sollen, indem Sie den unteren angezeigten Schieberegler anpassen. Dies erlaubt Ihnen, bei Knappheit schnell an Nahrung zu kommen. Klicken Sie auf die Jagdhütte, um das dazugehörige Detailfenster einzublenden. Jäger jagen das in der Gegend und. Jäger jagen das in der Gegend um die Jagdhütte umherziehende Wild. Neben Nahrung produzieren Jäger auch Leder, welches von den Schneidern verwendet wird, um Kleidung anzufertigen. Sie können die Arbeit in der Jagdhütte unterbrechen. Wieder aufnehmen lassen, indem Sie den Button Arbeiten umschalten. In jedem Gebäude, in welchem Nahrung produziert wird, können Sie eine maximale Nahrungsproduktionsmenge setzen. Die Arbeiter stellen dann in dem Gebäude die Arbeit ein, sobald das Limit erreicht wird. Warum sollte man das wollen? Klicken Sie auf die Sammlerhütte, um das dazugehörige Detailfenster einzublenden. Sammler suchen in den Wäldern in der Umgebung der Hütte nach wild wachsenden, essbaren Pflanzen und Beeren. Sammler sind eine gute Möglichkeit, zu Spielbeginn schnell und vielfältig an Nahrung zu kommen. Vorausgesetzt, es befindet sich ein Wald in der Nähe. Klicken Sie auf die Fischerhütte, um das Zugriffsfenster einzublenden. In jeder Nahrungsproduktionsgebäude werden Statistiken über die jährliche Produktionsmenge geführt. Klicken Sie auf den markierten Button, um einen Bericht über die produzierte Nahrungsmenge anzeigen zu lassen. Aktuelle Jahreszeit. Fisch 237, Stein 2. Die Anzeige für die aktuelle Jahreszeit lässt erkennen, wie viele Ressourcen in der aktuellen Jahreszeit bisher produziert wurden. Die Anzeige für die vorherige Jahreszeit stellt im Vergleich gegenüber, wie viele Ressourcen in der vorherigen Jahreszeit produziert wurden. Bedenken Sie, dass Sie mit steigender Bevölkerungszahl ebenso die Nahrungsproduktion ausweiten müssen, da sonst die Gefahr einer Hungersnot besteht. Eine große Vielfalt an verschiedenen Nahrungsmitteln sorgt zusätzlich für Gesundheit und Zufriedenheit. Klicken Sie auf den Button Weiter, um das nächste Tutorial, welches sich auf den Handel mit fahrenden Händlern fokussiert, zu spielen. Oder beenden, um im Hauptmenü. Dann drücken wir jetzt erstmal beenden. Kehren jetzt erstmal ins Hauptmenü zurück. Wir haben jetzt noch 45 Sekunden. Da sage ich dann, nö, da brauchen wir nicht das nächste Tutorial anfangen. Dann würde ich sagen, machen wir hier tatsächlich erstmal einen Break. Lass uns für den ersten Part sein. Soweit sieht es recht interessant aus. Ein bisschen komplex meiner Meinung nach. Also das scheint schon nicht so ohne zu sein. Vor allem, wenn man das nachher alles managen muss und im Auge behalten muss, wird das interessant. Aber gut, kriegen wir all hin. Ne? Dann machen wir, es gibt dann noch einen zweiten Part davon und dann werden wir das letzte Tutorial machen und dann einmal ein neues Spiel starten, damit ihr auch einmal seht, wie ich mich so richtig schön ohne einen Plan anstellen kann. Wird auf jeden Fall witzig. Ich bedanke mich dann erstmal bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich wie immer gerne unter dem Video posten. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.